Blech reden, Gold ernten, lautet der Titel der Vernissage, die Yassin Wörheide, der sein Studium an der Kunstakademie Münster nun seit Anfang diesen Jahres abgeschlossen hat, am 2. Dezember 2021 im Bennohaus eröffnete. Von einer klassischen Eröffnungsrede sah Yassin Wörheide dabei bewusst ab und schaffte auf diese Weise eine sehr persönliche Atmosphäre, indem er das Gespräch mit den einzelnen Gästen suchte. Für einen gelungenen Sektempfang sorgte zudem das Café Jolk. Die Idee hinter seinem Projekt entstand nach der Auseinandersetzung mit den vielfältigen Facetten der Menschen und folglich der BesucherInnen der Vernissage. Ich habe mich gefragt, wie man einen Raum, der für viele verschiedene Bürger in den Facetten denn etwas widerspiegeln kann, was die Person widerspiegelt, was die Emotionen widerspiegelt, was ein bisschen die Zeit widerspiegelt, Fragen und Antworten damit ein wenig suche. Denn für den Künstler hänge die Kunst immer unmittelbar mit dem persönlichen Leben zusammen. Naja, Kunst ist erstmal die Beschäftigung mit dem Leben und ich beschäftige mich genauso wie alle anderen Leute damit herauszufinden, was ich interessant finde, was ich gut finde, warum Dinge sind, wie sie sind und vielleicht auch so ein bisschen, wie man Sachen provozieren kann oder reizen kann, wie man Sachen in ein gutes Licht stellt oder wie man sich einfach an schönen Sachen erfreut, genauso wie man sich vielleicht an ganz absurden Sachen so ein bisschen ekelt oder sowas. Und naja, da schöpft eigentlich alles raus. Wenn ich Fragen habe, die mich beschäftigen, dann liegt es in meiner Natur, dass ich diese meist durch darstellende Kunstform für mich herleitbar mache. Auf die Idee seiner Blecharbeiten, mit der er die aktuelle Zeit widerspiegeln möchte, sei er gekommen, als er die Einladung für seine Vernissage erhalten habe. Ich habe Buffetbleche genommen. Diese Buffetbleche sind eigentlich alte Pommesplatten und der Gedanke des deutschen Pommesessers und der Generation Pommes hat mich eigentlich veranlasst dazu, daraus traditionell getriebene Blecharbeiten zu machen. Das heißt, die Masken sind entstanden, ähnlich wie Rüstungen durch Blech getrieben werden und und so durch verschiedene Gesichter und verschiedene Facetten ihr eigenes Licht werfen. Eine bedeutende Rolle bei der Deutung seiner Kunstwerke spricht Yassin Wörheide den BesucherInnen zu, die mit den Arbeiten interagieren sollen. Auch sei es ihm wichtig, in den gemeinsamen Dialog zu treten, um daran zu wachsen, was man tue. Ich denke, dass halt die Vielzahl von vielen Augen, von vielen Ideen und Verständnisformen halt auch ein Bild davon zusammentragen, auch für mich. Für Yassin Wörheide ist diese Vernissage bloß ein Anfang von vielen Projekten, die sicherlich noch folgen werden. Ich werde wahrscheinlich weitermachen, bis ich sterbe. Und so können die Blecharbeiten noch bis zum 20. Februar 2022 im Bennohaus betrachtet werden.